Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Walkthrough GTA Vice City. Das ist die zweite Mission, Schutt und Asche heißt sie, von Avery Carrington. Und wir werden jetzt diese Mission in Angriff nehmen. Ich habe bereits angekündigt in der letzten Folge, dass sie ein bisschen länger dauern wird. Und zwar haben wir hier den Topfernwagen. Es gibt insgesamt 4 Topfernwägen, also 5, 2 in Mission, eben eine hier und noch 3, die sonst so rumstehen. Die drei, wo eigentlich immer rumstehen, das sind Nebenmissionen, die werden wir dann später noch machen. Und hier wäre eben, wie bereits erwähnt, die erste innerhalb einer Mission. Es gibt Empfehlungen, die sagen, dass man zuerst alle Wachen killen sollte und dann die Bomben platzieren. Ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht nötig ist. Und zwar, man muss Folgendes wegen der Steuerung, das ist nicht ganz so einfach, die Steuerung. Und zwar empfehle ich, Folgendes zu tun. Mit der W-Taste geht man ja hoch und mit Numlock 9 geht man nach vorne. Ich empfehle einfach immer, Numlock 9 gedrückt zu halten. Außer man will irgendwie die Richtung ändern. Weil dann fliegt man immer schön geradeaus. So, aber jetzt starten wir die Mission. Und zwar nehmen wir, als ersten den hier, ja. Also auch hier, ich werde keinen Speedrun schaffen. Und das Einzige, was ich euch vielleicht, ein Tipp, wo ich euch geben könnte, macht dieses Ding hier, macht das als letztes. Warum? Nein, falsch, jetzt habe ich einen Fehler gesagt. Macht dieses eben nicht als letztes, sondern macht das im obersten Geschoss als letztes. Warum? Nach oben habt ihr den weitesten Weg und wenn ihr das als letztes macht, dann habt ihr euch den Rückweg gespart. Also unbedingt das im obersten Geschoss als letztes machen. Dann habt ihr euch den Rückweg gespart, weil eben wie bereits gesagt, der längste Weg. Ja, in Reihenfolge ist sonst egal. Ich empfehle schon, dass man von oben nach unten arbeitet, weil dann weiß man auch, wo man als nächstes hin muss. Aber ich habe jetzt halt das ein bisschen anders gemacht, aber das ist ja nicht weiter tragisch. Jetzt holen wir uns die hier. Genau. Also früher als, sag jetzt mal als kleiner Bubi, als ich da diese Mission gemacht habe, hatte ich große Schwierigkeiten. Das war eine meiner Missionen, wo ich am schwierigsten fand. Heute finde ich sie eigentlich recht einfach. Ich muss ehrlich sagen, ich finde eigentlich keine Mission von... Ja, das ist jetzt nicht so gut. Ich hatte die falsche Taste, so jetzt die richtige. Ich finde eigentlich keine Mission von GTA Vice City richtig schwierig. Ich habe eher so ein bisschen Schwierigkeiten mit den Challenges, obwohl gibt es ja auch gewisse Tricks, die man machen kann. Ja. Ja, ansonsten recht abwechslungsreiche Mission. Also ehrlich, ich muss sagen, die haben da wirklich in GTA Vice City Wert drauf gelegt, dass die Missionen abwechslungsreich sind. Da kommt auch keine Langeweile auch. Man hätte auch jetzt noch die Möglichkeit natürlich, wenn man Missionen macht, immer noch die Nebenaktivitäten zu machen. Die haben wir größtenteils schon gemacht. Man wird das noch sehen, dass... wie sagt man, die, you want me to drill you? Oh nein, verfehlt, gut, dann sehen wir das auch noch, ups, das ist jetzt weniger gut, dass der mich jetzt da, ja, das ist jetzt gar nicht gut, nein, oh, scheiße,
Eieieiei, was mache ich nur hier wieder für Sachen? Ich glaube. So. Ja, puh. Also, jetzt darf wirklich nichts mehr passieren. Upsala. Also Zeit haben wir noch genug im diesen. Uiuiuiui. So der reinste Menschenauflauf hier. Puh, ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir das schaffen. Also man darf sich da einfach nicht irritieren lassen von der Schießerei, weil sonst stößt man irgendwie gegen eine Mauer und so und dann ja, ist der Heli sehr schnell kaputt. Den letzten. Die Bauarbeiter laufen einem übrigens nach. In diesem Fall nicht, oder doch? Nein, in diesem Fall nicht. Man kann eben leider nicht durch ein Fenster in den ja, in das besagte Stockwerk gelangen, sondern man muss wirklich mit der Treppe hier arbeiten. So. Eben die Bauarbeiter, da kann man überfliegen, das ist eigentlich nicht das Problem. Gefährlich sind wirklich die die Securities. Oh, muss ich doch auf die andere Seite. Ja gut, wie Zeit haben wir genug und eben den Rückweg können wir uns ja sparen. Also das Einzige, was jetzt noch passieren könnte, ist, dass wir eben abgeschossen werden. Stichwort. Oder aber zweite Möglichkeit, wir ecken irgendwo an, aber ich glaube, jetzt sollten wir das noch schaffen. Wir müssen das Ziel hier nur noch treffen. Oh nein, was ist jetzt passiert? Wirft die Bombe mit einem der Ziele ab. Bumm, und geschafft. Genießt das Feuerwerk. Jetzt kommt der Feuerwehrwagen. Ja, das ist für die, die Rampages wie sagt man, die Rampages, wo ist jetzt mein anderes Auto? Keine Ahnung. Für die Rampages nicht machen können, besteht hier eine Möglichkeit, den Feuerwehrwagen zu schnappen. Allerdings muss man, ich muss hier immer die Sprache ändern, weil sonst stürzt das Spiel ab. Kann sich hier den Feuerwehrwagen schnappen und jetzt die Feuerwehrmissionen machen. Allerdings haben wir es ja schon gemacht und ich sag's mal so, das Problem ist, dass sich erstens der Feuerwehrwagen nicht speichern lässt. Also das heißt, man muss die wirklich dann auch schaffen, die Feuerwehrmission. Also man kann ja immer wieder neu beginnen, oder? Das andere ist, ich hatte es mehrmals erlebt, dass ich die Mission Schutt und Asche gemacht habe, aber dann kein Feuerwehrwagen in Erscheinung getreten ist. Und ja, deshalb eben, ich habe jetzt keine Mission, wo ich gesagt habe, oh, da braucht man unbedingt die Feuerfestigkeit, die ja das die Feuerwehrmissionen bringen. Aus diesem Grund denke ich, man kann es auch wirklich nach der Mission Phnom Penh in Downtown machen. So, ihr seht auf der Karte, wir haben nur noch einen Auftraggeber, und zwar den guten Colonel Cortez. Und mit dem seinen Missionen werden wir nun weitermachen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe auf euer Thumbs up und man sieht sich in der nächsten Folge. Tschüss!